So Freunde, ich habe hier 19 Minuten pure Unterhaltung für euch mit Arafat Abou-Chako und Barello. Bevor das Video eingeblendet wird, möchte ich kurz euch um etwas bitten. Bei den alten Videos habe ich bemerkt, dass einige Leute Barello beleidigen. Ihr könnt gerne die Videos kommentieren, aber bitte achtet darauf, dass ihr keinen damit verletzt. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Oh, Salam alaikum, Papa Ari. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barello. King bist du. Hast du gefastet, King? Bruder, mich brauchst du nicht fragen. Alhamdulillah, ich bin ein Muslim und ich weiß, was ich machen muss. In Ramadan fastet man, betet man, liest man Koran, man betet mehr, man lässt gewisse Sachen beiseite und inshallah hält man das auch nach Ramadan. Aber gut, genau, weil ich habe was gepostet, ja. Mhm. Was hast du? Du hast was. Papa Ali, das war lustig. Oh, Papa Ali, ja. Ja. Was hast du gepostet, Papa Ali, nochmal? Wir sammeln für eine Moschee in Senegal zum Bauen und für eine Schule für Kinder und für Brunnen. Ich habe das auf meine Seite gepostet, wenn du das auch vielleicht posten kannst. Papa Ali? Bitte. Wenn es bei dir nicht geholfen hat, hilft es aber bei anderen Menschen. Schule? Okay, Papa Ali, aber. Das Problem ist, es hilft bei dir nicht. Bei dir hilft so einiges nicht, aber ist nicht schlimm, Bruder. Du bist so, wie du bist. Du bist Barello. Also, Punkt. Oh, bei meinem Opa hat nicht geholfen, hat er mir gesagt früher. Ich glaube, die ganze DNA bei dir hilft, wird nicht helfen. Papa Ali, das weiß ich nicht. Aber deine armen Kinder. Alles gut. Bombardier. Es ist vererbbar, ist alles gut, Bruder. Aber vielleicht kannst du ja einen Cut machen. Und dein Sohn, wenn du Kinder kriegst oder Tochter, dass du sie unterstützt. Nein, du bist in Ordnung, Barello. Barello, ich habe eine Frage an dich. Irgendwie siehst du anders aus. Hast du deine Haare gefärbt, irgendwas? Nein, ich bin Solarium gegangen. Vielleicht. Ich schwöre, ich wollte dir auch sagen, Haare und du bist dunkel, so. Ja, Bruder. Hast du eine Aussicht? Wie, Papa Ari, was meinst du? Hast du eine weibliche Person in Aussicht? Also, ich meine mit echten Absichten, nicht so, du weißt, was ich meine. Nein, Papa Ari. Barello? Nichts, aber dann frage ich mich, warum Solarium? Hübsch, schick, Mick. Ich war live, alle haben mich gemobbt. Du bist zu weiß, du bist zu weiß. Dann, ich kann leider nicht braun werden, weil bei mir fehlt dann ein bisschen. Dann hast du Minderwertigkeitskomplexe und hörst auf andere Leute. Das ist falsch. Du musst zu dir stehen. Nein, aber du musst so sein, warte mal, wie du dir selber gefällst, nicht wie andere die sehen wollen. Aber Papa Ali, seh ich gut aus, sei ehrlich. Wie gesagt, anders. Also vorher sahst du für mich auch gut aus. Okay, danke, Papa Aria. Du bist der krasseste aus ganz Deutschland. Du bist der hübscheste Playboy aus ganz TikTok. Papa Aria, danke. Ja, bitte. Danke, Bruder, Papa Aria. Du brauchst dich doch nicht für sowas zu bedanken. Inshallah hast du auch ein paar Spiegel zu Hause. Die bestätigen dir das. Was bedeutet das, ja? Also du musst dich nicht bedanken, weil würdest du einen Spiegel haben, würdest du sehen, dass du der krasseste Playboy on TikTok bist. Und wenn jemand was anderes sagt, der soll sich löschen von TikTok, Bruder. Ja, ich habe Junge gesagt, Papa Ari, es tut mir leid. Papa Ari, aber Spiegel lügt auch manchmal. Manchmal gefällt mir mein Gesicht und manchmal. Bruder, jeder Mensch ist auf seine Art und Weise hübsch. Weil Allah sie so erschaffen hat. Also ist jeder hübsch, Bruder. Aber Papa Ali, du siehst auch sexy aus, ne? Muss ich ehrlich sagen. Wirklich? Bruder, ich habe hübsch gesagt. Ich habe das Wort nicht Sex benutzt. Ja, ich meine so, Papa Ali, so. Du siehst gut aus, muss ich ehrlich sagen, ja. Ich will nicht gut aussehen. Aber trotzdem siehst du aus. Vergiss mich, wir reden über dich, Bruder. Okay, Papa Ari, du weißt dann über mich, ja, aber. Was hast du für ein T-Shirt dran, sag mal. Ah, das ist von Hashtag. Ach, das Getränk? Ja, von diesem Getränk, genau. Also machst Papa du Werbung Ari dafür?
Ja, also das habe ich getragen, weil ich kein anderes T-Shirt hatte eigentlich. Ich mache Werbung, aber ich hatte kein anderes Ja, T-Shirt. Die dann sind sag kaputt. mal. Mach Die Werbung. sind. Ja, ich mache Werbung, aber nicht mit T-Shirt eigentlich. Mit T-Shirt habe ich einfach so bekommen. Ich mache mit Ja, aber Getränke. Hashtag ist doch ein Getränk. Ja, das Was schon. ist dein Lieblingsgetränk bei Hashtag? Blau. Blau. Hat Blau auch einen Geschmack? Ja, diese normale Geschmack, wie alle Getränke so, diese Classic. Die zwei sehen sich schon ähnlich aus. Sehen wir uns ähnlich Bruder, aus, Bruder, was Körperfarblich? hat Classic für einen Geschmack? Also Classic-Geschmack. Classic ist diesen normale Geschmack, wie alle Wie Energies und so. dieser Kaugummi-Geschmack von Red Bull. Wie diese blaue Red Bull Kaugummi, ich weiß nicht. Ja, okay. Ich kaufe nicht so. Also, ey, geht alle, kauft euch Hashtag, probiert blau aus, probiert rot aus oder was anderes. Ich helfe dir dabei mit deiner Werbung. Weil ich weiß gar nicht, warum du Kohle bekommst, aber ich helfe dir damit. Danke, Probiert Papa das Ari, dass du mir aus. hilfst. Schreibt das nächste Mal unter seinen Kommentaren, was am besten schmeckt und gut ist. Und Papa Ari, können wir das mit Ja? wegen, wollte ich doch mal sagen, wegen Moschee und so, bitte diese mit Schule wegmachen. Diese Schule, bitte das Picknick. Aber Bruder, vielleicht ist das Koranschule. Ist immer noch wegmachen? Ah ja, dann ist was anderes. Aber in Deutschland gibt es sowas, Papa Ari? In Senegal ist afrikanisches Land. Ah, okay, Papa Ari, dann ist was anderes. Papa Ari, du hattest mal was gepostet mit einem Mann, der so viele Frauen hatte. So, willst du auch so viele Frauen haben? Papa Ari, du bist schon Playboy, ja, also stehst wieder Frauen und so. Weißt du, was krass ist? Guck mal. Ja. Es war in einer Zeitschrift, so ein Brasilianer heiratet 8 Frauen. Okay? Ja, ich dachte, du hast den Post gesehen. Hätte ein Muslim gesagt, ich habe 3 Frauen oder 2 Frauen, hätten sie einen Riesenfass draus gemacht. Verstehst du? Ah, das war diese Bedeutung. Nein, das war nicht die Bedeutung, aber Oder? ich wollte das hier gerade sagen. Bavaria, aber Aber guck mal, selbst Barello, du bist jetzt 21 oder 22? ich werde 22 Sommer. 22. Willst du 1, 2, 3 oder 4? Frauen? Ey, tu dir selber ein, mach gleich 4, hast du keine Probleme. Wie meinst du? Heirate gleich 4, Halas, Salam alaikum. Kriegst du jedes Jahr 4 Kinder, Jackpot. Ja, aber Papa, Viermal ich kann nicht. Erziehungsgeld. Viermal Kindergeld. Papa, schreiben dir viele Frauen auf Insta, weil ich werde nicht Nein. angeschrieben. Nein, nein. Papa, sei ehrlich, bitte. Nein, ich schreibe auch mit niemand. Nein, ich meine, ob dir viele schreiben. Du musst nicht, du bist Papa. Wirklich? Ich schreibe nur mit Leuten, die ich kenne. Die ich nicht kenne, schreibe ich nicht. Also sehe ich das auch nicht. Ich schwöre auf alles, wäre ich eine Frau, ich würde dich anschreiben. Du bist King. Nein, nicht so, Bruder, Papa Ali. Bruder, Papa hör mal Ali. zu. Wärst du eine Frau? Also, Alter, Bruder, wir haben Ramadan, Astaghfirullah al-Azim. Guck mal jetzt, Also. Bruder, melde dich nach Ramadan, ich mache Ausnahme bei dir. Spaß, Papa Ali, Spaß. Alter. Nein, nein. Ist nur Spaß, Wallah, nur Spaß, Bruder. Alles gut. Audhu billah. Siehst du, mit deinem Spaß machst du mich, verleitest du mich in was? Ich will so einen Spaß nicht machen. Aus Spaß ist nicht Ja. so zu reden. Papa Ari, wieso? Ich war mit Momo News live. Wieso hast du mir gesagt, dass ich bellen muss, obwohl Momo News der größte Bello aus ganz TikTok ist? Ich habe dir nicht gesagt, dass es bellen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich finde, so gewisse Sachen macht man einfach nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Also letztens Bälle, Knie nieder, Bettle, Astaghfirullah, was soll der Scheiß? Auf, Ganz weil ehrlich, wie kann Momo News sowas guck machen? mal, mittlerweile verstehe ich, dass ihr damit euer Lebensunterhalt verdient. Es ist ja okay, muss ja jeder selber wissen. Aber ganz ehrlich, demütigt euch doch nicht für sowas. Das ist Demütigung. Ihr macht euch so krass lächerlich mit Bällen und ganz ehrlich, irgendwann frisst ihr eure eigene Scheiße dafür. Das macht man nicht.
Momo Jungs würde schon. Ich sage dir ganz ehrlich, macht doch einfach, verdient doch, macht auch lustig und TikTok, von mir aus macht Liegestützen, keine Ahnung, was ihr macht, Sportaktivitäten, unterhaltet die Leute, ist doch alles in Ordnung. Aber jetzt ernsthaft, bellen, niederknien, Erniedrigung. Ja, das ist einer zu viel, ne? Wirklich bei allem Respekt, ich sag dir, am Anfang haben wir gesagt, okay, ihr macht Betteln, dies, das ist euer Job, Punkt. Andere machen auch Geld, keiner sagt dem was, aber bitte ein bisschen, nur ein bisschen mit Niveau. Du hast recht eigentlich. Wie kann man zum Beispiel wirklich, Papa Ari, 2022, wir sind Menschen und man wird einfach zu Bello? Man wird zu Bello, obwohl man ein Mensch ist? Check ich auch nicht, manchmal. Barello Bello. Bello muss ja. Mann. Papa Ari, ja, guck mal, du nennst mich selber Bello, aber guck Ich habe mal, die ganze gesagt, Zeit hast du. Bruder, ich mache auch viel Spaß und so. Aber ich meine das, aber ich würde dir sagen, bell jetzt, knie nieder, mach dies. Du, einer sagt mir, du musst mit Niveau bellen. Also nicht diese aggressive, diese normale, diese. Diese, nicht diese. Wie Pitbull und so. Oder welcher ist mit Niveau so? Weil check ich nicht genau. Bruder, egal, du hast nichts verstanden. Mit Niveau bellen gibt es nicht. Bellen ist bellen. Wenn man bellt, hat schon mal gebellt. Du sollst gar nicht bellen, du Idiot. Weder mit Ach Niveau noch so, mit gar nicht. Du Ja, sollst aber nicht. Momo News sagt immer, wenn du verlierst, bellen und so. Ich sage ihnen auch nicht, was für bellen und so, aber. Papa, Lass, dann lass es kannst du mal dich. anschreiben? Was? Kannst du Momo News mal anschreiben und dem ein bisschen Angst machen? Weil irgendwie hat er von niemand so. Er kennt keine Gnade, denke ich mal. Er ist gnadenlos. Deswegen, Papa Harry, du könntest das ändern. Ich schwöre, du kannst das ändern. Bei Gott. Momonius, er ist respektvoll. Gegenüber euch weiß ich. Aber ihr nehmt euch nicht viel. Du machst das auch mit anderen Leuten. Nächstes Ich Mal, weißt bälle du mit was? anderen Leuten. Nächstes Mal lege ich euch beide Maulkörbe, dann könnt ihr gar nicht mehr bellen. Kannst du mir eins gegen eins mit Momo News klären? Ich will kämpfen in Berlin. Machst du wirklich? Bei Gott. Ey, komischerweise, seit ich diesen mit Khalidun ein bisschen diesen Showkampf gemacht habe, will jeder auf einmal kämpfen. Alter, wir haben nur Spaß gemacht. Ja, aber ich habe auch davor gekämpft, Papa Ari. Ich hatte schon zwei Kämpfe. Ehrlich jetzt? Ja. Du hast mit Ozan gekämpft? Ja, und davor habe ich mit Armin gekämpft. Und hast du gewonnen? Gegen Armin habe ich verloren, aber gegen Ozan ist schon gewonnen. Wer ist Armin? Armin, der Boxer. Der Albaner. Der Boxer. Der ist ein Profiboxer. Ja, ich habe da leider kassiert, aber. Aber normal, dass du verlierst dann. Ja, aber deswegen, gegen Momo News würde ich gewinnen, denke ich mal. Deswegen will ich einen Kampf gegen ihn. Dritter Kampf will ich mal Okay, weißt du erleben. was? Nach Ramadan, inshallah. Aber er darf nicht ernst werden. Nein, Okay. nur ich schicke ihn nur erste Runde K.O., dann höre ich auf so. Dann weiß ich nicht weiter. Versprochen. Okay, ich bin einverstanden. Ich will sehen, ob du ihn K.O. schickst. Same, Junge, er trifft nicht mal. Er trifft nicht mal der Bello. Aber was machst du, wenn er dich K.O. schickt? Unterschätze niemand. Wenn, dann Dein aber hat Fakt. er Wenn dich gesagt. einmal trifft, tak, guck mal. Wenn er einmal trifft, aber der trifft nicht, ja. Babari, du bist aber auch krass, wie du mit den einen MMA-Fighter gekämpft hast. Bum, 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 War nur Show, Bruder. bum. War eine Show, ach Nur so. Show. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du aggressiv wirst und so. Ich schwöre auf alles, Babari, Ich du. bin gegen Gewalt, Bruder. Du bist gegen Gewalt, aber trotzdem bist du krass. Bin ich ehrlich? Ich wette mit dir, du bist auch krass, wenn du ein Lucky Punch drückst. Ich weiß nicht, also bei dir, du bist der krasseste aus Deutschland. In meinen Augen bist du wirklich. Und du bist in meinen Augen der krasseste Playboy auf TikTok. Ich verstehe gar nicht, warum du nicht so eine Milliarde Followers hast. Papa Ari, ich bin ehrlich, was Follower angeht. Ich sehe TikToker, die haben 1 Million, aber bei mir 150.000 seit Jahren, obwohl ich, keine Ahnung, ich bin irgendwie talentierter als die anderen. Bruder, die haben dich noch nicht singen gehört. Wenn die das hören, öfter. Puh. Papa, ich habe neue Texte geschrieben, ich schwöre auf alles. Sag mal.
Kann ich vorsingen? Na klar, du darfst alles. Aber ey, der Playboy von TikTok darf in auf TikTok alles. Außer bellen. Außer bellen, Junge, natürlich. Niemals bellen, Alter. Der Momo News, der Bello. Okay, wisst ihr was? Weil ihr beide bellen tut, werde ich einen Kampf zwischen dir und Momo News organisieren in Berlin. Also organisierst du was? Ein Boxkampf gegen dich und Momo. Und der Verlierer muss dann wirklich bellen. Von nein, dem nein. Kein Bellen. Ich leg euch beide Maulkörper um, dann könnt ihr nicht bellen. Mach wie eine Katze. Papa, soll ich anfangen zu singen oder wie? Ja, bitte. Ja. Mhm. Ja. Das war Werbung, sorry. Okay, kein Problem. Ich kann das verstehen. Ich sagte, der Beat. Warte. Aber hör zu, weil ich muss mit Beat und so, ja? Ich höre zu. Ich liebe dich. Du liebst mich auch. Aber du willst nicht zugeben, dass du mich liebst. Ich liebe dich sehr. So sehr. Allahu Akbar. Ja, denn ich fühle mich so allein. War gut? Refrain oder so? Spaß beiseite. Ja. Wirklich jetzt. Antwortest du mir ernsthaft? Bei Gott, ja. Hast du mal überlegt, wirklich, bei Deutschland sucht den Superstar? Bei Gott, du meinst Papari? Bei Gott, ich mein's ernst. Papa Ari, ich bin ehrlich und so, ich habe auch mit Ozan geredet wegen dieser, wie nennt man das, diese Show und so, diese, oh, bei DSDS und so zu gehen, aber ich weiß nicht, wie man sich anmeldet, wie man bei dieses... Warte, also tut mir bitte alle einen Gefallen, die online sind, schreibt bitte alle Barello, wie man sich anmeldet, von wo, welcher Stadt kommst du, Hannover, wa? Ja, genau. Er muss unbedingt zu Deutschland sucht den Superstar, er wird ein Star. Er kann nicht singen, aber er wird ein Star. Er kann nicht singen, Papari. Du verstehst nicht, warum. Das ist es ja. Deswegen bist du ein Star. Hörst du. Vertrau mir. Er kann nicht singen, sag ich. Papari, ja. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, wenn Elvis Presley wieder aufsteht und dir Beck Gesang gibt, aber Bruder, egal, du gehst dahin. Du gehst dahin. Ich werde versuchen, das Beste zu geben, ja. Aber nicht das, was du gerade gesungen hast, das andere. Verlässt. Diese Freundin geht mir fremd, meine brennt. Mit meinem besten Freund, gib mir ein Join. Mein Join, du Idiot. Ja, aber jetzt nicht ihr Joint. Na, aber nur wegen Song. Genau das musst du machen, okay, Bruder? Ja, das werde ich, Papa. Okay, Bruder. Bruder, ich habe nicht mehr viel Zeit, deswegen ich muss noch Banane, Dattel, Wasser trinken und dann. Okay, Papa Ari, du bist King von Deutschland. Du bist Playboy TikToker. Und Bruder, sag deine Community für einen guten Zweck Senegal. Ich weiß. Ich, ja? Ja. Ciao, Papa Ari. Ich liebe dich. Habib Barello, ciao. Ich liebe dich auch. Ciao an alle auf. Ciao.